Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in der mafiösen Welt. Und wir spielen natürlich weiter hier das DLC Schneller Baby von Mafia 3. Und da müssen wir natürlich jetzt erstmal hin. Und ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das ist das Nächste nämlich. Wir steigen hier in dieses Auto in einem interessanten Unterschlupf ein. So, aber jetzt mit Volldampf dahin. Wobei Volldampf ist bei dem Auto ja eher so semi-Volldampf gefühlt. Aber ich weiß auch nicht, so richtig geil ist das Ding einfach mal nicht. Aber hilft nichts. Damit müssen wir einfach mal klarkommen. Warte mal, ich kann doch hier abkürzen. Natürlich kann ich da abkürzen. Oh oh. Jetzt komme ich da nicht so richtig hoch, oder? Doch, komme ich schon. So. Jetzt mal volle Lotte reintreten und irgendwann mal da endlich ankommen. Das ist ein unfassbar langsames Auto. Ich brauche in der Nähe, ich brauche danach echt ein schnelleres. Muss mir wieder so ein Handlanger mal wieder ein Auto zukommen lassen. Uah. Nein, da hätte ich ja umdrehen müssen. Also da langfahren, meine ich. Ja, kann passieren. So, aber es sind ja jetzt nur noch 600 Meter oder was auch immer das sein soll. Das ist eine merkwürdige Angabe. So, ich muss doch gleich rechts gehen. Genau so ist es auch. So, hier. Sehr schön. Mal ausnahmsweise ohne großen Schaden hier ran. So, mein Freund. Was geht bei dir? Sergeant, ich habe ein unschlagbares Angebot für dich. Angebote nehme ich immer an. Keine Zeit verschwendet, was? Hab mir alles geschnappt, was Slims Wichser nicht verbrannt haben. Ich versuche was Neues auf die Beine zu stellen. Draußen auf der Farm zerpflücken die Geier schon meinen alten Laden. Brauchst du Hilfe? Vielleicht sollte ich dein Angebot annehmen und dein Partner werden. Falls du wirklich Interesse hast. Wir könnten hier richtig was aufbauen, Mann. Hört sich nicht allzu schwierig an. Okay, MJ, dann wollen wir Nubadoma fliegen lassen. Ja, benutze dein Gewächshaus, um Marihuana anzubauen und dich ganz Nubadoma zu verkaufen. Wenn du neue Sorten findest und dein Grasel ausweitest, kannst du dein Gewächshaus verbessern und ausbauen. Ja, das klingt doch nett. Hauptansprechpartner für den Marihuana-Anbau. Kräuterkunde, das klingt ja wie in World of Warcraft. Guck doch mal, ob du irgendwo freiwachsendes Weed findest. Das könnten wir für unsere Neuzüchtung benutzen. So, Grasanbau. Ah, Gewächshaus, such dir Hilfe beim Werkbau. Das sieht aus. Nutze deinen Werkbau, um Gras anzupflanzen. So, Anbau. Pflanze. Sollte gepflanzt. Okay, das ging einfach. So leicht kann man hier Gras anbauen. Ja, warum auch nicht? So, jetzt habe ich hier mein Gewächshaus. Bis jetzt haben wir nur diesen niedlichen Setzling. Aber gib ihm etwas Zeit. Okay. Also, dann geht, so geht es einfach, alles klar. Aber ich will jetzt, ich brauche jetzt ein gescheites Auto. Mal wieder ein bisschen Cabrio fahren und dann machen wir mal hier einen Zusatzauftrag, mal wieder ein Schnicken. Lass ihn schon mal warm laufen. Das ist kein Cabrio. Noch, Mensch. Das ist kein Cabrio. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Freut man sich auf ein Cabrio, was bekommt man so ein Coupé? Das, was früher mal war. Diese Fahrzeuglieferung. Naja, wenigstens ist er schnell. Das ist ja schon mal etwas Tröstendes. Schau mal, was der Prediger denn so für uns zu bieten hat. Schön im Drift die Kurve nehmen.
So. Und die nächste Kurve. Bevor ich mich rausträgt, nehme ich lieber einmal hier meine Fertigkeit. So. Ja, das ist eine ganz andere Geschwindigkeit hier, mit der wir hier entlang fahren. So läuft es. Hey, jetzt fahre ich aber. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einigermaßen gut fahre. Ich wollte jetzt eigentlich so rückwärts irgendwie cool ran, aber habe ich nicht gepackt. Egal. Trotzdem, sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Hallo. Hallo, Prediger. Willkommen, mein Freund. Herzlich willkommen. Unsere Kirchengemeinde steht allen offen. Ich bin Freund von Levant. Herr im Himmel. Wir kriegen hier in der Gegend nicht allzu viele Farbige zu sehen. Dafür sorgt die Southern Union schon. Ja, diese Arschlöcher haben Sinclair fest im Griff. Sorry. Oh, scheiß drauf. Das ist Slims Werk. Er steckt zwar im Loch, aber er denkt, wenn er die Southern Union loslässt, kann er Sinclair weiter unter Kontrolle halten. Indem er die Leute ruhig hält. Sie brauchen also jemanden, der Unruhe stiftet, damit die Southern Union es hier nicht so leicht hat. Die versammeln sich immer am Wohnwagenplatz und an der Miller Farm. Ich glaube, sie sind ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Und ich bete, dass sie sie überzeugen können, meine Leute in Frieden zu lassen. Versammlung der Southern Union. Jeremiahs Gemeinde wird von der Southern Union betreut. Sucht ihr ein stabiles Auto? Das kriege ich hin. Stabiles Auto und überrollen. Das klingt nach einem wirklich schönen Auftrag für uns. Und da weiß ich auch schon genau das Richtige. Ich brauche ein neues Auto. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Nee, das ist er nicht. Was liegt an? Da kommt er. Mit dem? Ein Laster und genau pünktlich. Ich weiß das zu schätzen. Sollte ich es ja mal richtig platt machen können. Mal schauen, ob ich sie damit so richtig schön überrollen kann, wie ich es mir das vorstelle. Ich hätte natürlich auch hier das andere von unserer Spiele nehmen können, sage ich mal. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es mit dem Auto auch ganz gut geht. Auch wenn das Fahrgefühl jetzt nicht so dolle ist. Was? Okay. Ich wollte eigentlich cool abkürzen. Aber ihr habt gesehen, es war nicht ganz so cool. Naja. Er fährt sich jetzt nicht so toll. Um es noch nett zu sagen. Aber das ist mir gleich egal. Denn gleich komme ich an und dann mache ich sie alle platt. Und dann freue ich mich über meine Fahrzeugwahl. Geh weg. So. Wie ich mir dachte. Mit dem Auto kann ich so alles kaputt fahren. Da ist einer auf der Toilette. So, das Ding ist natürlich sowas von
richtig dicke gepanzert. So, und da muss ich jetzt wohl weiter. Alles erledigt hier. Also, da ist ja auch kaum Blut verschmiert. Das fällt auch gar nicht auf, was da gerade passiert ist, sozusagen. Ich bin noch voll im Saft stehend. Also das ist natürlich schon ein brachiales Gerät dafür. Können da drauf bolzen, wie sie wollen. Ist mir eigentlich vollkommen schnurzpiep egal. Okay, das war irgendwie klar, dass der nicht klappt. Aber schön, dass es so unauffällig ist, was ich hier mache. So. Hallo. Ja, ja. Übernimm du mal die Führung. Der eine ist da oben noch drin. So, und den müsste ich wohl mit einem ordentlichen Sprung dann da besiegen. So, schieße ich den halt irgendwie wie auch immer durch das Auto durch. Reicht schon. So. Und zum nächsten. Das Ding ist so hart gepanzert. Da können sie halt so gar nichts machen. Selbst wenn ich neben dem stehe, haben sie einfach null Chance. Langsam geht mir nur die Munition aus. Aber das sollte alles halb so wild sein. So, ich wollte gerade schön querfeld einfahren, bis ich gemerkt habe, hoppala. Da wäre Wasser. Das Wasser ist dann doch zu unüberwindbar, auch für diesen Halbpanzer, würde ich schon fast sagen. Bin da. Ach so, ich dachte, ich muss wieder irgendjemand töten, aber nicht, dass wir hier zurückkehren sollen. Das habe ich gerade irgendwie so ein bisschen später erkannt und dachte mir, die können schon wieder zum nächsten. Na gut. Hallo. Und fertig. Die Southern Union wird ihre Leute so schnell nicht wieder belästigen. Ich glaube, sie haben das Licht gesehen. Sie meinen, sie haben ihn den Arsch versohlt. Ich danke Ihnen und danke an Laveau dafür, wie er hier den Leuten hilft. Ihr Wort in Gottes Ohr. Gehen Sie in Frieden, Mr. Clay. Genau. So. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir natürlich auch mal gerne mal wieder hier oben weitermachen. Mit dem Donovan und hier oben die Mission machen. Wir können natürlich auch hier unten... Ah, nee, das Ding. Das ist ja hier... die Ding an mich nehmen. Weil das ist ja, haben wir ja alles schon fertig. Das ist sie, das ist sie. Ja, ich glaube hier oben, den müssen wir jetzt machen. Genau. Damals letztes Mal aufgehört, ich habe jetzt nur unten weitergemacht, weil wir hier erstmal gespawnt sind. Aber jetzt machen wir da oben nochmal einmal weiter. Habe ja hier ein schnelles Auto. Warum steht denn der Dicke jetzt da dran?
Und dann schauen wir nämlich mal, was da zuletzt sozusagen offen war. Aber gerade bei dem DLC ist es ja eh so, so krass hängt es ja mit der Hauptstory nicht zusammen. Das heißt, wir haben jetzt gefühlt ja nichts verpasst, sondern einfach nochmal mehr gesehen. So. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, was da noch so weiter passiert. Die eine Mission, die machen wir auf jeden Fall noch. Komme, was da wolle, egal wie lange sie dauert. Die ziehen wir durch. So, Jungs und Mädels. Jetzt gibt es mal wieder einen intensiven Jump. So, habe ich mir ein bisschen Straße gespart. Vielleicht sollte ich mich aber nochmal aufmunitionieren, bevor wir dann da... Weil ich kann mir vorstellen, weil bei diesem DLC ist es nämlich so, das ist so unfassbar ballerreich, sage ich mal. Dass das vielleicht nicht verkehrt wäre. Aber das sehen wir jetzt irgendwie gleich. Dann. Ansonsten nehme ich mir die Gegner einfach. Die haben auch immer schön viel Munition dabei. So, das ist schon ganz schön schnell. Aber Gott sei Dank, mit dieser neuen Fertigkeit ist es einfacher, um mal die eine oder andere Kurve im schnellen Galopp zu nehmen, sag ich mal. Ich finde einfach nach wie vor das Outfit von ihm auch noch so killer. Hallo. Ganz unauffällig. Wir müssen zu Pius. Klar. Einer meiner Jungs hat eine Unterhaltung mitgehört. Ein Trupp von Aldrichs Leuten ist jetzt im Moment unterwegs zu Pius. Meinst du, wir können vor ihnen da sein? Natürlich. Versuchen wir es. Boah, krass. Nachtwechsel. Ganz, ganz smoother Übergang. Das Kaufhaus, in dem Pius arbeitet, ist oben in Frisco Fields. Das heißt Brushero. Okay, wir sind gleich da. Wie kommt so ein Laden wie Boischero dazu, einen Exilkubaner einzustellen, der für die CIA arbeitet? Geerbter Reichtum bedeutet auch geerbte Geheimnisse und monatlich $10,000 von den Steuerzahlern. Und die bezeichnen mich als kriminell. Na los, mach schon, da fährt meine Oma ja schneller. Alter, wenn deine Oma schneller fährt als ich. Dann holen wir Omi ab und lassen uns von ihr fahren. Da ist das Boischero. Deine Spur von Aldrich Söldner. Um diese Zeit sollte Pius Dienst haben mit dem anderen Personal. Ich brauche meinen Waffenhändler. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Weil der ist immer Gold wert. Zeig, was du aufs Lager hast. So, erstmal Munition. Dann hätte ich gern wieder mal irgendwas mit Schalldämpfer. Die gefallen mir einfach besser. Oder wir nehmen einfach mal die deutsche. Boah, die ist natürlich auch krass. Ach, wir nehmen einfach die. Ist egal. Wir haben einen Schalldämpfer auf der Ding und da machen wir sie sonst platt. Mit dem Sturmgewehr. Nice one. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Finde Pius. Entschlossen. Du Vogel, sehe ich aus, als will ich hier einen scheiß Mixer kaufen. Pius, wo ist er? Weißt du, zuletzt habe ich ihn im zweiten Stock gesehen. Danke, Kumpel. Ach ja, du und jeder, dem sein Leben lieb ist, sollte jetzt besser verschwinden. Das sind ein paar üble Arschlöcher unterwegs hierher. Schaut schön aus hier drin. Manches von dem Scheiß kostet mehr, als ich im Jahr verdiene. Ja, und das gibst du für billigen Schnaps und Nutten aus. Ich kauf nie billigen Schnaps.
Aber die Nutten hat er überhört, sozusagen. Ey Kumpel, verschwinde hier. Die Cops sind unterwegs. Und sie wissen über dich Bescheid. Oh, scheiße. Danke. Warte mal. Da unten gab's Helf. Das hole ich mir erst noch. Ich habe nämlich so das Gefühl, ich kann das brauchen. Guten Tag. Guten Tag. Bist du Pius? Pius? Naja, das hängt ganz davon ab, wer fragt. Nur zwei Typen, die versuchen, dein Leben zu retten. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich folge dir. Ja, ich wollte hier ein bisschen sneaky spielen. Ah, ich wollte gerade sagen, mit was schmeiße ich denn gerade überhaupt? Das war, die Waffe ist echt geil. Muss ich mal sagen, wie es ist. Guck, 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 guck. Muss ich runter oder was? Lincoln, Pius wurde angeschossen. Kannst du gehen? Ja, ich werde schon wieder. Los, wir müssen weiter. On the Boden. Will mich hier festsetzen. Stellt auf. Ja, ja, ist ja gut. Das sieht eigentlich gar keinen, was du willst und was nicht. Sauber, Jungs, kommt. Pius, Kopf runter. Keine Sorge. Eine beschissene Kugel kriegt mich nicht klein. Das Licht macht's nicht einfacher. So, mal schnell wieder fit spritzen. Er zerpflückt uns. So, und da ist da noch irgendwo einer gewesen. Pius, von jetzt an überlassen Sie die Schießereien uns. Okay, soll mir recht sein. Schön freigeballert hier. Aber ich, so wie ich das Spiel kenne, kann es gefühlt nicht alles sein. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Alter, was kommt jetzt? Pius, auf den Beifahrersitz. Lincoln? Ich bin am Geschütz. Alles klar. Das ist mal was nach meinem Gusto. Warum nicht? Warum sind wir denn damit nicht hergekommen? Und das steht einfach so, ist so davor, oder was? Donovan, wir kriegen Besuch. Das sehe ich. Gib Feuerschutz. Wir müssen diese Wichser loswerden, bevor wir zum Marshall fahren. Alter, was ist denn das für ein Monstergerät? Das ist ja unfassbar. Ich kann einfach Dauerfeuer machen. Es hat echt Spaß gemacht, Junge. Ich glaube, ich brauche jetzt einen so. Arzt. Wo kommt noch einer? Das war alles? Hallo, ist schon lange erledigt. Wie geht denn das Ding ab? Noch einer? Barfing. Der Lamm wird verlangen, dass ich diese Uniform.
Also das ist schon unfassbare Action. Hat zwar nichts, also wirklich nichts, aber auch gar nichts mehr mit Mafia zu tun. Also es ist einfach nur noch ballern. Aber es ist lässig. Einfach hier draufballern, so lange bis er brennt. So, ich kann noch. Ich nehme an, keiner von ihnen ist Arzt, hm? Nee. Links sind noch mehr Gegner. Ich hab uns diese Penner vom Hals. Also, dass man hier die Zivilisten niedermähen kann. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Jetzt geht's rund. Bereit machen. Dann wollen wir mal. Ach, scheiße. Jawohl. Sehr schön. Das war der letzte von denen. Wie geht's Ihnen, Pius? So kalt. Ach, jetzt stell mal nicht an, Pius. Alles gut. Stellt er sich an wie so ein Mädchen, ey. Lasst ihn uns reinbringen. Na komm, kurz durchhalten. Wir haben einen Lebenden für dich. Ja, das sehe ich. Heilige Scheiße, was ist euch denn passiert? Einer von Aldreds Leuten hat ihn erwischt. Ich will nicht sterben. Wirst du auch nicht. Wie ist dein Name? Ruben. Ruben, tja. Du hast Glück, ich hatte schon ein paar Schlachtfeldnotfälle. Weißt du, was das heißt? Nein. Das heißt, du kommst wieder in Ordnung. Die Kugel ging wohl glatt durch. Also, kleine Warnung, das wird wehtun. Hey, das Flugzeug. Wo ist es? Es gab einen Sturm. Ja, wir wissen von dem Sturm. Wo seid ihr runter? Die letzten Koordinaten waren 22,5 Grad nördlicher Breite und 87,9 Grad westlicher Länge. Und warum seid ihr dann nach Westen? Das war nach diesem Mist mit Kennedy. Khrushchev ließ Fidel die Sprengköpfe zurückschicken. Er wollte sie nicht mit den zerlegten Raketen transportieren. Also trafen wir uns mit den Russen auf einem Flugplatz. In der Nähe von Mexico City. Verstehe. Danke, Pius. Mi cago en tu madre. Hä? Sicher. Gut, ich besorge ein Boot. Wir starten, wann du willst. Du kommst klar? Pflaster drauf. Und dann raus aus der Stadt mit ihm. Hey, hey! Bastard! Ja, ohne Alk geht halt gar nichts, gell? Ist halt leider so. Storyauftrag Inland freigeschaltet. Sehr schön. Damit würde ich sagen, haben wir heute die Folge beendet. Wir haben eins noch einen Zusatzauftrag gesehen, der jetzt so semi-spannend war, sag ich mal. Wir haben alles blatt gemäht, aber ich glaube jetzt, danach wird es mal richtig cool und wir konnten mit dicken Geschützen umgehen. Also, alles wieder drin in der Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.